Wir stehen am Beginn des neuen Börsenjahres 2014. Viele Anleger fragen sich, kann es so weitergehen? Vor allen Dingen an den Aktienmärkten können neue Rekorde erreicht werden. Wollen wir darüber sprechen mit Andreas Glogger von Glogger und Rock, einer Vermögensverwaltung aus Krumbach. Herr Glogger, grundsätzlich erst einmal gefragt, der DAX über 9000 Punkte hat im Jahr 2013 neue Allzeithochs erreicht. Der wird dem einen oder anderen ganz schwindelig, Ihnen auch? Nein, ganz und gar nicht. Die Rahmenbedingungen, die unser Investmentprozess tagtäglich analysiert, sind weiterhin positiv und lassen uns auch für das Jahr 2014 vom großen und ganzen Trend durchaus positiv für die Aktienmärkte sein. Natürlich wollen Sie sich sicherlich nicht auf Prognosen, auf echte Prognosen festlegen lassen. Dafür sind die Märkte viel zu volatil. Aber glauben Sie, vielleicht die Frage so formuliert, dass wir die 10.000 schaffen im Jahr 2014? Also eine seriöse Vorhersage kann niemand auf der Welt treffen. Jeder, der das tut, würfelt ein paar Zahlen einfach auf den Tisch und nennt etwas. Seriös kann es niemand sagen. Aber was man tun kann, das ist die Fakten sehr wohl bewerten. Das tun wir, indem wir jeden Tag ca. 80 Parameter der technischen und fundamentalen Analyse bewerten. Und als Ergebnis kommen wir schon zu dem Entschluss momentan, dass die Aktienmärkte bei Gott nicht überbewertet sind. Somit haben die Märkte durchaus noch Luft nach oben, zwar nicht geradlinig, weil es in der politischen globalisierten Welt natürlich immer wieder zu kleinen Einschlägen kommen kann oder Frankreich, das Sorgenkind, das uns in Europa einfach schon ein paar kopfzerbrechende Gedanken bereitet. Aber vom Globaltrend sind wir positiv und ich persönlich glaube, dass wir die 10.000 im DAX schneller überschreiten werden, wie viele am Markt glauben. Gibt es bestimmte Branchen oder Regionen, die Sie besonders spannend finden für das laufende Börsenjahr? Naja, Europa erlebt zurzeit epochale Veränderungen. Europa wird neu gebaut und kann für durchaus Überraschungen sorgen. USA kommt ebenfalls aus der Krise, stabilisiert sich weiter. Und was wir auf unserer Überwachungsliste positiven Trends haben, das sind die Schwellenländer. Wir haben auch in den letzten Wochen bereits erste Investments getätigt, weil diese Märkte in den letzten 2 bis 3 Jahren doch erheblich an Wert eingebüßt haben. Als spezielle Branche, da haben wir auch in die Banken investiert. Die sind schwer gebeutelt worden in den letzten Jahren, zu Recht. Gucken wir uns weiter an, was 2014 passieren könnte in den einzelnen Asset-Klassen. Aktien haben wir gerade besprochen. Rohstoffe sind nicht wirklich gut gelaufen in den vergangenen 1-2 Jahren. Auch Gold ist nicht so fantastisch gelaufen, wie sich das viele Anleger erwartet hatten. Ganz im Gegenteil, es ging sogar in 2013 deutlich nach unten. Welche Erwartungen haben Sie hier? Tja, das Problem bei Gold, den Buntmetallen und Rohstoffen ist, dass sie zum Teil eben schon manipuliert werden. Wir haben diese Werte auf unserer Positiv-Watchlist, aber wir bleiben gemäß unserem Investmentprozess diszipliniert auf der Seitenlinie, weil wir uns nicht auf den fallenden Zug draufsetzen wollen. Das wäre kontraproduktiv für die Wertentwicklung der Depots. Aber es sind Anlageklassen, die man nicht außer Acht lassen darf. Was gehört in 2014 noch in ein gut gemanagtes Depot, das auch breit aufgestellt ist? Naja, neben den Klassikern Aktien gehören natürlich ein paar gute Unternehmensanleihen zur Diversifizierung rein. Wir präferieren auch regionale Beteiligungsmodelle in Windanlagen, in Photovoltaik, in ausgewählte Immobilien. Hier haben wir einige Perlen für unsere Mandanten bereit und mischen diese zur breiten Diversifizierung in ein Portfolio rein. Für viele sicherlich eine ganz spannende Frage. Aktuell gerade aus dem bayerischen und baden-württembergischen Raum sind die Immobilienpreise, Kauf von Gewerbeimmobilien, Wohnimmobilien etc. pp. Sind die Preise noch so, dass man einsteigen kann, das zur Abrundung eines Gesamtportfolios nutzen kann oder sind die Preise schon jenseits von Gut und Böse? Also die herkömmlichen Immobilien, die Sie angesprochen haben, meinen wir da nicht, weil unsere Investoren haben ja die Eigentumswohnung oder das Einfamilienhaus, das haben die schon. Gewerbliche Objekte sind ebenfalls bereits investiert, hier würde ich auf keinen Fall aufbauen. Aber es gibt dennoch ein paar Partner im Stiftungsbereich, im kirchlichen Bereich, im Pflegebereich, wo wir zuverlässige Mieteinnahmen generieren können, inflationsgeschützte Anlagen über 10, 20
20, 30 Jahre unseren Mandanten bieten können, bei noch nicht überteuerten Preisen, weil es eben eine Investorengemeinschaft immer ist, die sehr darauf achtet, die Kosten niedrig zu halten, eben typisch schwäbisch, miteinander, man kennt sich und die Kosten niedrig halten, das ist der Königsweg, um auch im Immobilienbereich noch eine attraktive Rendite ins Depot zu bringen. Also um das Ganze abzurunden, wie schaut der Königsweg, wenn es ihn denn überhaupt gibt, für 2014 bei der Geldanlage aus? Liquidität und Renten möglichst gering halten, aber nicht ganz außen vor lassen, weil ohne Liquidität liegt man schnell mit dem leeren Geldbeutel da und kann nicht mehr handeln. Die Renten untergewichten, ja, aber übergewichten den Aktienbereich und den sehr breit streuen über die ganze Welt und über die Branchen. Das erfordert natürlich einen klaren Plan und vor allem einen Chance-Risikoprozess, der jeden Tag natürlich bearbeitet wird. Da wünschen wir Ihnen ganz viel Erfolg dabei. Immer ein glückliches Händchen bei der Geldanlage, auch im Sinne Ihrer Kunden und Mandanten. Das war Andreas Glogger von Glogger und Rock aus Krumbach. Haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.